In unserem heutigen Buchtipp geht es um eine Story, in der sich sicherlich der ein oder andere Mann wiederfinden wird. Es geht nämlich um einen jungen Mann, 30 Jahre alt, Single, auf der Suche nach Mrs. White. Und das gestaltet sich gar nicht als so einfach. Frauenunversteher heißt das Buch. Und Holger Berger, der Autor, ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo, Holger. Das Buch hast du uns mitgebracht, Frauenunversteher. Es geht um eine Geschichte um Eugen Techmann, 30, Single, auf der Suche nach Mrs. White und bezeichnet sich selbst als Frauenversteher. Warum bezeichnet er sich denn so? Ist er wirklich ein Frauenversteher? Ich weiß nicht, ob es Männer gibt, die sich als Frauenunversteher bezeichnen würden. Eugen glaubt ja immer noch, er ist ein Frauenversteher und denkt immer noch, er würde in die Psyche der Frauen hineinschauen können. Tut er aber nicht wirklich. Was ist denn Eugen für ein Typ? Auch Eugen Techmann ist eigentlich ein ganz normaler Durchschnitts-Single, Anfang, Mitte 30, der halt eben seine Mrs. Wright, hast du eben schon richtig gesagt, sucht, seine Traumfrau. Und auf der Suche nach ihr gerät er halt eben so von einem erotischen Schlamassel ins nächste. Das Buch ist natürlich Genre lustig und Humor, aber doch schon sehr erotisch angehaucht. Ja, ist denn was Brauchbares mit dabei bei den Frauen oder alles ein Desaster? Ich habe davon gehört, ja. Ich muss sagen, ich hatte erst gedacht, das wäre ein Buch vielleicht mehr für das männliche Publikum. Da ich aber zu 90% Damen unter den Lesern und auch unter den Zuhörern habe bei meinen Lesungen, scheint es eher ein Frauenbuch zu sein. Und viele haben da Geschichten drin wiedergefunden, die sie selber auch schon ähnlich vielleicht erlebt haben. Ist das Buch denn jetzt autobiografisch? Hast du diese ganzen Geschichten selbst auch mal erlebt, die erzählen lassen oder frei erfunden? Also ich gestehe, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es wäre alles frei erfunden. Es sind ein paar autobiografische Anekdoten, natürlich maßlos überzogen dabei. Ein paar meiner Freunde, der Rest ist wilde Männerfantasie. Kannst du mal so ein paar Beispiele erzählen, auf welche Frauen er da so trifft? Ja, es werden sehr viele Klischees bedient. Natürlich, es gibt zum Beispiel das Desaster für jeden heterosexuellen Mann, ist es, dass er morgens total nach einem Blackout in der Diskothek mit zwei Männern im Bett aufwacht. Das passiert Eugen natürlich. Genauso wie an eine Frau gerät, die eigentlich mehr auf Frauen steht. All solche Geschichten werden da bedient, aber wie gesagt, immer lustig. Wie kam denn ursprünglich die Idee zum Buch? Sind das so wirklich so viele Geschichten, wo du sagtest, Mensch, ich habe jetzt so viel gesehen und erlebt, das muss ich jetzt unbedingt niederschreiben? Es gab mal eine Phase, so 2007, Ende 2007, 2008, da ging es mir gar nicht so gut eigentlich, im Privaten wie auch im Beruflichen. Und ich habe mir da einfach mal den Frust von der Seele geschrieben. Und mit jedem Kapitel, das ich mehr geschrieben habe und selber schmunzeln musste und das Freunden und Kollegen vorgelesen haben, und die waren lauthals am Lachen, hat es mir viel mehr Spaß gemacht, weiterzuschreiben. Und so ist ein ganzes Buch daraus entstanden. Du hast ja selbst auch ein Fitnessstudio, ne? Bist also ein Fitnessfanatiker. Und Eugen Techmann geht auch in ein Fitnessstudio und lässt sich da, der ist ja gerade mal 30, Viagra unter anderem verschreiben. Warum macht er das? Ist jetzt nicht, um die Muckis aufzupumpen, oder? Nein, aber Eugen will halt eben seinen Mann da stehen. Und Eugen startet, also dieses Kapitel mit die Viagra muss man so ein bisschen einschränken, das ist, er startet einen Selbstversuch. Er versucht also eine Frau, die absolut unattraktiv ist, das ist Rita Nimmersatt, die Dorfmatratze aus Köln-Porz. Und versucht halt eben da mit Viagra sich selbst zu beweisen, ob das funktionieren könnte. Und hat er Erfolg? Es endet wie alle anderen Kapitel auch in einem Desaster. Oh je. Vielleicht magst du es mal eine kleine Stelle vorlesen. Ja, ich habe mal eine etwas harmlosere Stelle rausgesucht, die auch so ein bisschen, da geht es so ein bisschen um das Titelbild auch. Das ist nämlich ein Polizeiverhör. Eugen bei der Kripo. Die Zeit bis 11 Uhr verging schnell und ich wurde in einen Raum geführt, in dem ich schon von 5 Kerlen erwartet wurde. Einer trug eine Uniform und war offensichtlich für das Organisatorische hier in dem Laden zuständig. Die anderen 4 sollten wohl original Eugen Techmann Dubels sein und die Zeugen bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit testen. Wir stellten uns unter 5 rote Leuchten. Der Uniform-Heini verließ den Raum und es dauerte nicht lange, da blinkte schon das rote Lämpchen über meinem Kopf aus. Meine Damen, meine Herren, bitte bleiben Sie in dieser Position stillstehen, mit dem Gesicht nach vorne gerichtet, ertönte es aus einem Lautsprecher. Wir blieben stehen. Wo sollten wir auch hin? Es dauerte keine Minute, da ging über mir zum zweiten Mal ein Licht auf. Wie lächerlich, dachte ich bei mir. Sind wir etwa im Kinderkanal, bei 1, 2 oder 3? Die 4 Jungs verließen grinsend den Raum und holten sich sicherlich jetzt ihre 50 Euro an der Kasse für diese einwandfreie Komparsenleistung ab. Ich dagegen wurde in ein Büro geführt, in dem mein alter Bekannter, Oberkommissar Müller, schon auf mich wartete und mir einen Stuhl anbot. So, Herr Techmann, Sie sind eben sowohl von der Zeugin als auch von einem der beiden Opfer einwandfrei identifiziert worden. Ja, aber sicherlich, Herr Müller. Ich treffe mich doch fast jeden Tag mit Pi zum Kaffee trinken, zum Biersaufen und DVD gucken. Warum sollte er mich dann nicht identifizieren? Und die Dame, sie hat ja auch recht, ich war es ja. Was Sie da eben abgezogen haben, war reine Verschwendung von Steuergeldern. Das sollte man glatt dem Bund der Steuerzahler melden, damit Sie und Ihre Behörde ins Schwarzbuch kommen. Nun bleiben Sie mal ruhig, Herr Techmann. Dass Sie die Sache ja zugeben und der Herr Maurer uns exakt die gleiche verrückte Geschichte erzählt hat, werden wir jetzt noch schnell alles schriftlich protokollieren und dann können Sie nach Hause fahren. Was uns noch fehlt, ist die Aussage von dieser Frau Steinhaus. Das ist nämlich die wehrhafte junge Dame gestern Abend, die mit Herrn Maurer unterwegs war.
Ja, ich verstehe. Maike Steinhaus. Die Schnalle, die mir die Nase und den Unterkiefer zertrümmert hat. Ja, richtig. Aber das können Sie in Anbetracht der Tatsachen nun nicht anlasten. Es war Notwehr und Sie haben hoffentlich Ihre Lektion gelernt. Und machen so einen Blödsinn nie wieder. Ja, Herr Oberkommissar, Ehrenwort. Für nichts und niemand würde ich mich noch einmal auf solch eine Sache einlassen. Das ist eine kleine Anekdote, ein Polizeiverhör mit einer dummen Geschichte, die er seinem Freund Piet zuliebe gemacht hat. Und mal ganz ehrlich, ist das eine Geschichte, die du auch selbst erlebt hast? Nein, die habe ich nicht erlebt. Hat sie dir jemand erzählt? Oder einfach ich habe Gott sei Dank noch keinen Kontakt mit der Polizei in dieser Form gehabt. Wie kam eigentlich ursprünglich die Idee zum Buch und wie lange schreibt man an so einem Buch? Also das Buch zu schreiben hat ungefähr ein Jahr gedauert. Ich habe es dann nochmal in einem Hollandurlaub an einem regnerischen Tag in der Ferienanlage Korrektur gelesen, alles in Ruhe nochmal. Und auf die Idee, das kam so jedes Kapitel, ich habe eine blühende Fantasie, würde ich sagen. Hast du das Buch mal im Freundeskreis rumgereicht, auch an die Frauen? Ja. Und was sagen die Frauen dazu zu dem Buch? Ja, ich habe eigentlich nur positive Resonanz. Also es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, es ist ihnen ein bisschen zu derb. Aber das sind dann diejenigen Leser oder Zuhörer bei meinen Lesungen, wie auch immer, die sich einfach nicht mit der Geschichte vorher mal ein bisschen oder über die Geschichte schlau gemacht haben. Man kann im Internet einfach auf meine Seite gehen und dort gibt es eine Leseprobe und dann weiß man auch direkt, um was es geht. Gab es denn auch Beschwerden von Frauen, die sich in dem Buch wiedererkannt haben und sagen, Mensch, das kannst du nicht schreiben? Nein. Nein. Und wenn es eine Frau gegeben hätte, dann hätte ich ihr gesagt, such dir doch einfach einen Namen aus, einen Fantasienamen. Chantal oder irgendwas. Nein, hat sich keine wiedererkannt bis jetzt. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, also er ist auf der Suche nach Mrs. Wright, aber er findet sie in dem Buch nicht. Also es wird ein Folgebuch geben, ja? Genau, es gibt eine Fortsetzung, die wird wahrscheinlich im Frühjahr oder im frühen Sommer erscheinen diesen Jahres. Und da geht es ganz lustig weiter, ja. Und dann kommst du gerne nochmal zu uns. Sehr gerne, wenn ich eingeladen werde. Sehr gerne. Holger, ich danke dir für deinen Besuch und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ich würde mich freuen. Ja, das war es auch schon zum Buchtipp für heute.